Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich mit euch mal wieder ein Unboxing machen, und zwar das Unboxing der neuen Tefal Actify, die ich mir zugelegt habe. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. So, großer Karton. Schauen wir mal rein, was Tefal so liefert. Das Ganze wird ja ganz offensichtlich in Frankreich produziert, ne? Made in France hier drauf. Und hier hat anscheinend bei mir die Deutsche Bundespost schon mal vorher reingeguckt, ob auch wirklich das Richtige drin ist. Zumindest der Karton hat einen kleinen Transportschaden. Die Maschine scheint es aber unbeschadet überstanden zu haben. Ich habe es mal vorher, jetzt aber schon vorher fotografiert. Und dann machen wir mal auf und gucken mal, was Tefal jetzt alles so liefert. Ja, bisschen Papierkram, Rezeptbuch. In 1, 2, 3, 4, 5 Sprachen hier. Ne, also auch hinten ist so ein deutscher Teil drin, wie man mit der Maschine umgeht. Das finde ich immer ganz nützlich, wenn man sowas noch nicht gehabt hat, dass man zumindest mal weiß, so als Anhaltspunkt, wie funktioniert das. Später ist meine Erfahrung, guckt man da sowieso nicht mehr rein, wenn man einmal verstanden hat, wie die Maschine funktioniert. Und wie lange man mit welchen Stücken braucht. Aber so für den Anfang nicht schlecht. Das ist jetzt nicht gerade das Mega-Kochbuch. Da sind schon ein paar Sachen drin hier. 10, 15 Seiten. Ich habe jetzt nicht gezählt. Aber das sieht ganz nett aus. Ne? Hier also mal knusprige Quarktaschen mit Kirschkomplott. Hefeschnecken. Also ist ein bisschen was drin zur Anregung. Kleines Kochbuch. Dann haben wir die Bedienungsanleitung, auch die in 2, 4, 6, 7 Sprachen. Also mal gucken, ach, Deutsch mal vorne. Oh, zunächst mal das Gerät so ein bisschen erklärt. Die verschiedenen Funktionen, wie man es benutzt. Das ist sicherlich auch wichtig, denn da ist ja doch jede Bedienung anders. Jeder Hersteller denkt sich da was anderes aus. Auch da braucht man das in der Regel nur einmal, zweimal, da hat man raus, wie die Geräte funktionieren. Was steht noch drin? Wenn man eine Grillplatte benutzt. Und solche Gartabellen, das finde ich auch mal ganz nützlich, weil die Geräte ja doch unterschiedliche Leistungen haben auch. Und noch ein Problemfall-Tipp. Und das war's auch. Also ist jetzt nicht sehr umfangreich, nochmal 7, 8, 9 Seiten Bedienungsanleitung. Garantiekarte. Das ist das, wahrscheinlich auch wieder internationale Sicherheitshinweise, ja. Also auch nichts, was man als Nutzer nun direkt bräuchte. Das war es an Papierkram. Maschine, gut verpackt, Netzkabel, Kaltgerätekabel hier. Ja, und da ist das gute Stück. Und das ist ja auch tatsächlich übersichtlich. Eine Maschine im Karton und das war's auch schon. Ja, das war's auch schon. So viel zum Kartoninhalt. Das ist die Maschine, ein bisschen Papier, kleines Kochbuch, kleine Anleitung und jetzt hier die Maschine. Ich nehme mal an, das ist eine Transportsicherung hier für die Maschine, dass man die dann machen kann. Ja, weiter geht es hier nicht auf. Ne? So, ihr seht jetzt hier dieser kleine Löffel, mit dem man später das Öl, habe ich zumindest jetzt gesehen in den Videos, reinträufelt. Ja, den kann man da oben zur Aufbewahrung auch drauf packen. Das ist ja nicht verkehrt, dass er nicht verloren geht. Ja, also hier dieser Messlöffel. Ja, und ansonsten die Maschine, die ich dann jetzt im Laufe der nächsten Zeit ein bisschen ausprobieren werde. Hier oben ist dieser Einsatz drin. Die Actify hat ja zwei Einsätze.
Das ist diese obere Schüssel, in die man dann noch Sachen reintun kann zum Mitgaren, zum Garen. Und hier den unteren Einsatz, ne, hier zur Seite, der hier dann diese kleine Schaufel hat, würde ich das mal nennen, die später dann Pommes oder was immer hier unten reintut, auch rührt. Und das finde ich gut, denn das hatte, wie gesagt, die Philips-Maschine nicht. Da musste man dann immer rütteln, das muss man hier nicht. Also hier dieser Einsatz, und soweit ich weiß, kann man den noch rausnehmen. Ja, hier ist ein kleiner Knopf. Ja, wenn man da drauf tut, dann kann man den Rühreinsatz auch rausnehmen. Und dann hat man eben die Schüssel hier ohne Rühreinsatz. Falls man irgendwas machen möchte im Gerät, was nicht gerührt werden soll, nicht gerührt werden darf, dann kann man den eben rausnehmen. Das finde ich bisher sehr praktisch und ja, ich bin überrascht. Ich habe auch die große Maschine genommen, die hat doch ein ähnliches Fassungsvermögen wie die Philips auch. Und hier sollte es eigentlich gelingen, mal als Vergleich auch die Brötchen morgens reinzutun zum Auftauen. Das machen wir häufig. Ja, dann setzen wir das Ding mal wieder zusammen. Also, na, das ist uns hier die Maschine. Ganz schön ordentliche Ausmaße. Ich baue die mal wieder zusammen und dann vermessen wir sie mal. Also, den hier wieder rein. Ja. Wenn ich es richtig kapiert habe, dann kann man, glaube ich, diesen Griff hier abmachen. Das habe ich mir eben angeguckt, weil Learning by Doing dauerte ein bisschen. Also finde ich ein bisschen frickelig. Geht aber, man drückt hier unten drauf. Dann kann man diesen oberen Griff hier abheben. Dann muss man den drehen. Und dann ist hier vorne so eine Nase. Da kann man das hier mit zurückziehen. Und dann kann man die hier oben draufsetzen, zurückziehen. Und dann kann man damit die obere Schüssel rausnehmen. Macht jetzt auch nicht so einen wahnsinnig stabilen Eindruck. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Ingenieure von Tefal das hinreichend ausgetestet haben. Und dann kann man es auch wieder reinsetzen. Und dann zieht man hier oben wieder an dieser Nase. Und dann kann man den Griff wieder ausklippen. Macht das Gerät wieder zu. Und was man machen sollte, man sollte vorher, ja, das geht für mich jetzt nicht mehr, bevor man das Gerät wieder zumacht, diesen Griff auch tatsächlich wieder draufsetzen. Denn sonst passiert euch Folgendes. Wenn ich jetzt hier den Griff runterklappe, weil ich vielleicht vergessen habe, dieses Teil wieder einzuhängen und das daneben liegen habe, weil ich denke, das brauche ich ja, dann ist es tatsächlich gar nicht so einfach, dieses Teil hier wieder rauszukriegen. Denn wenn ihr hier drauf drückt, dann springt der nicht wieder raus. Da muss man hier unten, da ist nämlich kein Spalt mehr, können wir dazwischen fummeln. Also das finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Denn nur wenn der mit drauf ist, hat man genug Überstand, um anzufassen. Das heißt, man sollte daran denken, wenn man, ja, das ist nämlich sonst richtig nervig, wenn man, ja, so, wenn man das Gerät wieder schließt, vorher dieses Teil wieder draufsetzen, dann kann man ihn runterklippen und zumachen. Und jetzt hat man hier einen Anfasser. Jetzt geht das hier. Aber wenn der daneben liegen bleibt, was ich mir vorstellen könnte in der Praxis, dass man ihn einfach daneben liegen lässt, da brauche ich eh gleich wieder, dann ist es ein bisschen frickelig, diesen Griff wieder hochzukriegen. Also klippt das Ding wieder drauf. Ja, so viel erstmal zum Actifry 2 in 1 von Tefal. Ja, bin ich zufrieden? Was habe ich bestellt? Ein Airfryer, eine Heißluftfritteuse. Was habe ich gekriegt? Eine Heißluftfritteuse. Das passt schon mal auf den ersten Blick, aber das liegt, glaube ich, in der Natur solcher Maschinen. Viel Plastik. Nein, das ist falsch. Alles Plastik. Kunststoff. Alles Kunststoff. Kann ich schwer beurteilen momentan. Zumindest auf den ersten Blick macht eigentlich meine Philips einen deutlich massiveren Eindruck. Das mit dem Griff hier finde ich ein bisschen frickelig. Also das hätte man anders lösen können. Klar, er geht nicht verloren. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Da macht man den zu, geht er faktisch nicht mehr auf. Das geht besser. Ja, also, wir machen den wieder rein. Und dann geht das auch. Ne?
Also, ansonsten habe ich jetzt für dieses Gerät beim amerikanischen Versandhändler meines Vertrauens 149 Euro brutto bezahlt. Also, würde ich jetzt mal sagen, kann man wirklich nicht meckern. Und wenn die Maschine auch nur die Hälfte von dem kann, was man so sieht im Netz, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall ein reeller Preis. Kann man nicht meckern. Also, ich würde sagen, ich bin zunächst mal zufrieden und werde es demnächst ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.